So, jetzt muss ich erstmal Fokussteine finden und dann. Das heißt, wir können jetzt ins Banditenlager. Gehen wir jetzt ins Banditenlager? Wir gehen jetzt ins Banditenlager. Almanach und Fokus irgendwas. Stimmt, erstmal hier die Fokusse finden. Fokusdinger. Und dann muss ich. Dann kommt erst der Moment, wo ich richtig aufräumen muss. Hallo? Halt. Willst du dich noch? Ich. Hier. Das will ich schon mitnehmen. Ich kann damit zwar nichts anfangen, aber ich will es halt mitnehmen. Es geht ja so ein wenig ums Prinzip mal wieder. Ich komme später nochmal hierher hin. Und räume dann endgültig auf. Ich habe jetzt die Rune, die ich. Braucht man die nochmal irgendwann? Vielleicht ein wenig abkürzt. Ich glaube, insgesamt ist das Ding völlig nutzlos. Ich glaube schon. Das Ding ist insgesamt gesehen reichlich nutzlos. Und da hinten leben noch nur Miezen? Wie konnte das denn passieren? Muss ein Bug sein. Ah, ich sehe, warum die noch leben. Nicht, dass sie die jetzt tot bekommen, oder? Also den da vor allem. Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse polieren. Ja, ich hätte die auch schon weggesteckt. Der hat genug. Was glotzt dir so, hm? Klarer Sieger, würde ich sagen. So, das Ding noch so glotzen, was so. Hinter die Ohren. Wirklich. Problem ist, ich höre jetzt keine Geräusche mehr, weil ich meine Kopfhörer abgesetzt habe und es ja weniger heiß ist. Aber es wird schon irgendwie hinhauen. Wird schon keiner mit dem Schwert gezückt auf mich zulaufen. Penis. So, hallo, würdest du den bitte mal ab... ich meine, würdest du bitte mal dein Schwert, in das er reingefallen ist, rausziehen? Okay. Er hat doch eine Waffe. Jawohl. Eine Axt. Der hat seine Axt gar nicht mehr ziehen können, tun. Und der hat nur wieder einen Haufen Schrott. Das Schöne ist, ich muss jetzt alle Waffen durchgehen, um zu den Bögen zu kommen. Das ist natürlich. Oder Armbrüste. Braucht ein Armbrüste auch Geschick oder was bei denen Stärke? Nein, die brauchen auch Geschick. 25, wie glaube ich die überhaupt? Zu wenig. Hallo. Wo bin ich denn? Bist du mal da raus? Danke. Dann schwimmen wir eben da raus. Frage ist, will mir Lester jetzt noch was sagen? Stimmt, um Lester nochmal. Moment, Lester ist dann später auch nicht mehr hier. Also komplett nutzlos jetzt das Lager. Es hat keinerlei Nutzen mehr. Das Piranha-Bites-Problem. In späteren Kapiteln ist immer nichts mehr los. Hallo Jungs. Tschüss Jungs. Hallo Lester, du stinkst. Der Schläfer möge. Ich finde schön, dass sie immer noch sagen, der Schläfer möge dich behüten, nachdem der Schläfer ja jetzt irgendwie doch nicht so pralle ist. Nein, der ist total toll. Also in Wirklichkeit erwecke ich den am Schluss. Ich Heckspoiler schon mal. Weil die das Spiel noch nicht kennen, man erweckt den Schläfer und der ist voll der dufte Typ und die gibt einem dann voll den allmächtigen Hut, mit dem man dann alles umbolzt. Und damit geht man dann zum König und schlägt ihn ins Maul. So endet Gothic 1. In Gothic 2 ist man dann der König, der aufs Maul bekommt und in Gothic 3 spielt man den Hut. Das ist praktisch die Vorgeschichte, wie der Hut so mächtig wurde. Mann, ist das dummes Gelaber. Der Wahnsinn. So. Gibt's Leute, die noch nicht wissen, wie Gothic 1 endet? Das Spiel gibt's erst seit 10 Jahren. Kann nicht alles spielen. Und ich würde gerne schneller laufen. Ich habe ja diesen Lauf, aber ich will einen neuen Trank habe ich nicht gefunden, oder? Ich könnte den mal demonstrieren. Ich demonstriere jetzt mal so einen Geschwindigkeitstrank.
Hui. Okay. Ich bin voll schnell. Nicht wirklich, aber hey. Ich dachte, ich demonstriere das mal. Man ist dann durch schneller. Nein, durch den Geschwindigkeitsdrang ist man schneller. Leck mich am Arsch. Wer hätte das jetzt gedacht? Gut, auf zum neuen Lager. Da müssen wir auch endlich mal wegen aufräumen, ne? Ja, das Tor ist noch offen, alles ist doch gut. Alles wird gut. Ja. Ist zwar gelogen, aber passt schon so. Ich bin voll schnell und gleich bin ich es nicht mehr, weil die Minute rum ist. Hey, Stranger. Zwei Stück gleich. Nicht, dass ihr irgendwie große Erfahrung geben würdet jetzt, aber ihr gebt Fleisch. Fleisch. Okay. Und ich bin wieder langsam. Und das werde ich jetzt auch... Kann ich jetzt nicht Kronos umschlagen? Das wäre irgendwie toll. Das wäre wirklich toll. Das wäre es. Hab ich schon erwähnt, dass das toll wäre? Das wäre es nämlich. Denn der hat eine Menge Zeug, mit dem ich dann auch wieder nichts wirklich anfangen kann, weil ich kein Magier bin, aber hey. So im Prinzip, ne? Wäre das schon ziemlich geil. Kaulon, alles Haus. Na, was hast du neu zum Angebot? Boah. Besten Dank. Guten Freunden gibt mir doch ein kleines Bonbon aus seinem Sortiment. Irgendwie wollte ich da jetzt was anderes draus basteln, aber das hat nicht hingehauen. War ich da schon drin? Ja, da war ich schon drin. Geht's jetzt nicht gleich in Kapitel 4? Wenn ja, dann kann ich ja gleich nochmal einkaufen gehen. Kommt zu nichts wegen dem ganzen Shopping hier, der Wahnsinn. Frage ist, wie lange nehme ich noch auf? Wie lange kann ich noch aufnehmen? Egal, lass mal zum alten Lager. Es war das neunte Lager in das. Nein. Oh, guck mal. Gegner. Ui, ich hab Schwert und zwei Hinter. Damit springe ich nicht durch die Gegend. So, danke. Und es geht weiter. Was war das schon? Die Sprungphysik ist so ein bisschen kaputt. Aber das war sie schon immer. Ist ja auch noch in Gothic 2. Ich sollte vielleicht doch nochmal einen Hochgeschwindigkeitstrank einwerfen. Oder vielleicht sollten sie einfach mal hier irgendwie einen Zug oder sowas. So eine Zugschiene oder sowas. Zugstrecke, das Wort suche ich. Verlegen. Dass man wunderbar mit der Eisenbahn da rumfahren kann. Ich finde diese Größe natürlich völlig überdimensioniert, aber pff. Scheiß drauf, so. Da steht wer. Unterhalten wir uns doch mal mit dem. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bis später. Gut. Hätten wir das auch geklärt, dann kann
kann ich, ich glaube, Kronos kann ich dann gleich unboxen. Ich bin mir nicht sicher, oder kommt das erst viel, viel später? Ich weiß es nicht. Ich nix wissen. Ich keine Ahnung haben von Spiel hier. Ist Cypher hier? Kipper. Ist Kipper, ja? Hier. Ja, war doch irgendwo hier, oder? Jawohl, hallo. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ja, jetzt hör auf zu rauchen. Scheiß bekiffte Banditenpenner hier. Willst du dich nochmal mit mir? Ja, ja. Wie sieht's aus? Wir haben Gomez mal wieder ins Essen gespuckt. 3 tote Gardisten und eine ganze Menge Zeug zum Verhökern. Darauf trinke ich. Du bist einer von den Jungs, die ständig das alte Lager überfallen. Nein, nur wenn sich eine lohnende Gelegenheit bietet. Was hast du anzubieten? Die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin nur an größeren Lieferungen interessiert. Balor sagt, du hättest Interesse an etwas Sumpfkraut. Früher wäre das ganz anders. Also handeln! Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wenn du meinst. Was hast du anzubieten? Die Frage ist. Lass uns handeln. Was willst du haben? Doch so viel, ja? Danke fürs Gespräch. Wahrscheinlich hast du recht. Du neues Ziel. Willst du wieder. Nein, das ist einfach von diesen langweiligen Händlern, die kein neues Zeug bekommen. Ah, er hat auch keine neue Waffe, also hat er vermutlich auch kein neues Zeug. Langweilige Pisser hier. Ey, wenn ich mich beeile, kann ich mich noch schlafen legen. Bis Mitternacht. Muss aber aufpassen, nicht, dass aus meinem Schwert wieder ein Kürbis wird. Hey du, verschwinde, sonst rufe ich die Wachen. Die Wachen. Im Banditenlager will er die Wachen rufen. Hey, du! Hast du mich verarschen, oder was? Ah, es gab neue Waffen, wie es aussieht. Komm her, du Arschgesicht. Warum weg? Bleibe gefälligst dir. Doch da. Du kommst hier nicht weg. Warum wächst du mich? Der hat also. Genug. Warum wächst du mich? Hast du da für eine schöne Axt? Schrott. Schrott. Nein. Verdammt. Ist alles deine Schuld. So, ich rede mal mit Kronos, während Wolf von mir wegläuft. Ja, Moment mal, der läuft da oben hin. Oh, das ist gut. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich das nächste Kapitel und ich muss ihn nochmal umboxen, aber Details. So, was mache ich jetzt? Keine Gedanken. Leg mich doch. Danke. Das weiß ich ja nicht, wo er hingelaufen ist. Ist der jetzt nach links gelaufen? Gomez Schergen. Ist nach rechts gelaufen. Das ist eine interessante Frage. Wo ist der jetzt hin? Offensichtlich steht er jetzt wieder da hinten. Warum nicht? Teleportation. Hier läuft weiter davon. Warum wächst du mich? Was ist denn los? Kriege ich ihn nochmal irgendwie? Ich glaube fast nicht, ne? Moment, vielleicht doch. Vielleicht ja doch, wenn er da oben. Ich speichere besser nochmal. Ich mache da jetzt voll den Umstand wegen so ein paar Zornwaren, die ich dann sowieso nicht brauche. Wo sind wir jetzt hingelaufen schon wieder? Ach. Waffe weg! Hallo Lee. Da hast du noch. Du Wurm greifst mich an! Na was ist los? Nicht speichern, bist du des Wahnsinns? Keine Ahnung, wo der jetzt hingelaufen ist. Wahrscheinlich sitzt der jetzt gleich wieder da hinten. Wie auch immer er das macht. Nein, noch nicht. Okay, reden wir erstmal mit Kronos. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas.
Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Cor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Ach, komm schon. Jetzt auch noch saufen, ja, verdammte Magier. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Gut. Ich komme jetzt endlich durch. Nach einer unnötig langen Diskussion. So. Warum lassen die Leute mich nicht einfach direkt durch? Ich weiß doch, was gut ist. So, du denkst, du kannst von mir weglaufen, wa? Naja, nicht mit mir, Kleiner. Nicht mit mir. So, her mit dem Schrott, den ich nicht brauche. Söldner. Was ist los? Kann ich dich nicht umboxen? Torloff. Steck die Waffe weg. Oh, ich glaube, meine Festplatte ist gleich voll. Da hast du noch. Ich werde dich lehren, dich mit mir anzulegen. Niemand vergreift sich ungestraft an meinen Jungs. Müssen die mich natürlich auch noch alle anpissen, diese Arschgesichter. Gut. Ich hoffe, ich spiele trotzdem noch ihn weiter. Wenn die Festplatte komplett voll ist, merke ich es als erstes. Ich bin der Erste, der es merkt. Können wir nochmal die versuchen? Hallo, Lee. Du Wurm greifst mich an! Na, warte! Aber theoretisch müsste das hin, der hat auch, glaube ich, eine fette Axt, oder? Hallo, Torloff. Tschüss, Torloff. Hallo, Söldner. Tschüss, Söldner. Ich darf nicht zu nah ran. Das ist zu weit. Zu weit. Immer noch zu weit. Du Wurm greifst mich an? Na warte! Seid ich schaffe ihn hier zu schießen, noch bevor er rauskommt und kann ihn dann einmal treffen. Müsst jetzt bitte mal den Typen, der 2 Meter vor dir steht, treffen. Nein, das wird glaube ich nichts. Er hat irgendwie eine höhere Reichweite als ich, das ist voll unfair. Das geht ja gar nicht, also wirklich. Ach komm, einmal können wir es noch versuchen. Wenn du da hast du noch mal Glück gehabt. Komm ruhig näher. Das ist sie nicht benutzen, so schleichen, du Vollpfosten. Steck die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Seite. Du Wurm greifst mich an? Na warte!
Oh, es geht doch. Geht doch. Ich nehme doch mal deine Axt, danke. Was nee, ist los? Ich will nicht das Bett, ich will Lee. Ich brauche nur dafür deutlich mehr Stärke, als ich jetzt habe. 95, was habe ich jetzt? 59. Soll ich vielleicht mal anheben bei Gelegenheit so. Die Wachen sind weg. Ignorieren wir einfach mal. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Ich bin gleich niedergeschlagen und ich habe mich gespeichert. Tetriandoch war das Passwort, ne? Die Parole lautet Tetriandoch. Ah, das stimmt. Natürlich stimmt das. Du kannst passieren. Hier. So. Du störst. Ich glaube, meine Festplatte ist bald wirklich voll. Satoras, hey, wie geht's? Ich lese mal schnell dieses Buch. Was mir nichts bringt. So, da ich nicht weiß, wie viel Platz noch in der Festplatte ist. Speichere ich jetzt nochmal ordentlich. Nein. Freue mich darüber, dass ich eine Axt habe, die richtig Damage macht. Und dann sage ich... Das war's für heute mit Gori 1. Das nächste Mal werden wir dann hier mit Satura sprechen. Stärke erhöhen, damit wir eine ordentliche Waffe anlegen können. Und dann geht's richtig los. So ein bisschen. Vielleicht. Nein, geht's nicht. Egal, Karl. Das war's für heute mit Gori 1. So, Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.